Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute hier in Verden im Tierheim. Als ich heute Morgen hier angekommen bin, haben mich ganz viele traurige Augen aus den Zwingern angeschaut. Aber eins ist mir besonders aufgefallen und das waren die Augen von dem Pascha. Da ich aber leider keine Zeit habe für einen Hund, werde ich jetzt erstmal mit dem Pascha spazieren gehen und dann hoffentlich jemanden von Ihnen überzeugen können, den Pascha zu sich aufzunehmen. So, liebe Zuschauer, jetzt war ich mit dem Pascha eine Runde spazieren. Jetzt bekommt er noch ein bisschen was zu fressen von mir, aber das ist eine Ausnahme. Währenddessen möchte ich mich mit der Kathi unterhalten und die erzählt uns mal, wie der Pascha so ist. So, hallo Kathi, ich habe gerade dem Pascha schon versprochen, dass ich ihm jetzt noch mal was zu essen gebe. Darf ich das heute denn? Das darfst du gerne, bitte sehr. Pascha, komm. So, Kathi, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit für uns. Was ist der Pascha denn für ein Hund? Also Pascha ist ein super, super lieber Senior. Er ist 12 Jahre alt, absolut verschmust, freundlich mit anderen Hunden, jedem Fremden gegenüber freundlich, möchte den ganzen Tag gekuschelt werden. Für welche Personen ist denn der Pascha besonders geeignet? So, wie viel Zeit muss man mitbringen? Wie viel Platz braucht man daheim, um den Pascha auch wirklich artgerecht zu halten? Also aufgrund seines Alters sind seine Bedürfnisse nicht mehr so wie bei einem sehr jungen Hund. Das heißt, es könnte auch ein entweder älteres Pärchen sein, was zwar viel Zeit für ihn hat, er könnte aber auch in eine Familie, wo mehrere Stunden außer Haus gearbeitet wird und er dann auf sich gestellt alleine ist. Wenn man den Pascha jetzt mit nach Hause nehmen möchte, was muss man denn vorher noch hier machen? Oder muss man den Pascha noch mal mit nach Hause nehmen? Wie läuft das bei euch ab, wenn man so einen Hund adoptieren möchte? Also wir möchten immer, dass sich mit dem Tier etwas angefreundet wird. Das hieße, dass die Interessenten vor Ort ihn zum Spaziergang zum Beispiel ausführen, ihn vielleicht auch mal auf einen Tagesausflug mit nach Hause nehmen, um zu sehen, ob es im Alltagsgeschehen wirklich zusammenpasst. Und Impfungen oder medizinische Behandlung, braucht der Pascha da sowas? Also Pascha ist aktuell entwurmt, entfloht und geimpft. Er braucht allerdings eine kleine Herztablette und eine Tablette, die seine Gelenkfähigkeit unterstützt. Das sind aber geringe Kosten, um die maximal 30 Euro im Monat. So, liebe Zuschauer, also ich würde sagen, der Pascha ist der perfekte Hund für Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, Familien, Senioren, wie auch immer. Auf jeden Fall der perfekte Hund für jedermann. Wenn Sie den Pascha adoptieren möchten, dann rufen Sie doch einfach unter der unten eingeblendeten Nummer an. Der Pascha freut sich bestimmt und wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.